Soddle, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Warzug-Mod. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Gestern war Pause, heute geht's weiter. Ja, ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Aber ich war jetzt mal ein bisschen fleißig und habe hier so ein bisschen Mauer drumherum gebaut, immer mit Ecken. Ich glaube, diese Wülste hier, die müssen wir nochmal ein bisschen anders machen. Das wird die Zombies, glaube ich, dazu bringen, dass die hier die ganze Zeit daran rumklopfen. Aber wir schauen mal, ja. So soll die Mauer sein, 3 hoch, dass sie hier immer durch die Ecken laufen und dann da rein wollen, ja. Kommt natürlich noch überall Tesla-Spulen hin. Und dann schauen wir mal, was die Tag 63 Horde dazu sagt. Ne? Wir haben jetzt noch 269 Titanium-Polish, weil ich innen drin schon alles komplett hier aufgewertet habe und oben auch. Die Wände hier, die müssen noch und hier oben das, aber da schauen wir dann, wie das so werden wird. So, was machen wir heute? Wir brauchen weiter Tesla-Spulen. Und wir müssen natürlich noch hinten die Badhöhle ein bisschen ausbuddeln. Und ich wollte noch eine Quest machen und wir lesen natürlich wieder deine Kommentare vor. Und erstmal könnten wir hier die Ebene aufräumen und befreien von den Kusemuckels, die hier rumlaufen. Gibt ja alles EP. Dann haben wir hier einige Punkte, die können wir verteilen. So, und da kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr weiter. Ne? Ja, wir haben noch ein bisschen Holz und so weiter, aber das würde ich gerne... mal 200. So, das würde ich gerne erstmal bei uns hinten in der Badhöhle verbauen, ja. Das machen wir jetzt auch als erstes. Da fahren wir hin. Diesmal mit dem Moped. Und nicht mit dem Hubschrauber, ja. Eigentlich könnten wir uns gerade einen neuen Auftrag holen. Ich hoffe, da sind jetzt keine Hunde hinter. Nein, die hatten wir gerade erst, ne. Die hatten wir erst. Vorletzte Folge oder was? So, und darf ich dein Inventar sehen? Nee, ich will nicht das Inventar sehen, ich will einen Auftrag. So, da sind wir auch erst bei 4, ne? Warum eigentlich? Abholen, säubern in 380 Meter Entfernung. Machen wir mal. So, was ist das denn? Alles voll hier. Rein theoretisch könnte man, wenn man Bock hat, sich hier immer 4 Aufträge holen bei den Fuzzis, ne? Aber ich denke, einer reicht immer. Weil mehr werden wir eh nicht schaffen. Jetzt müssen wir erstmal nach Hause das ganze Zeug wegbringen. Können noch ein bisschen Titan-Polish da anwerfen. Dass wir die auch wieder aufgefüllt bekommen. ED3PO fährt hinterher. Sehr gut. Ah, da ist es noch. Ich wollte gerade sagen. Weo, hier ist unsere Betthöhle weg. Dann werde ich sauer. Die kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Mit automatischem Tor und so, ne? Aber wir lassen das jetzt so. Mal auf. Guck, hier zum Beispiel würde ich heute gerne schon mal fertig machen, ja. Dass wir dann auch mit den anderen Fahrzeugen da hinkommen, hier reinkommen. Weil die wollen wir ja noch bauen, ne. Hier, du backst da durch. Dann werde ich sauer. So, pack mal ein. Hier werden die dann alle hingefahren, ne. Wir klettern jetzt erstmal hoch. Für alle, die neu sind und das noch nicht gesehen haben. Jetzt hast du es mal gesehen. Alles miteinander verbunden. Wir kommen hier bis ganz oben auf den Berg in unsere Base. Finde ich mega cool. So. Schwubbeli-Bubbel. Hier müsste eigentlich auch noch was fertig gemacht werden. Das ist jetzt aber erstmal, ups, nicht so wichtig. So. Klappe zu. Affe tot. Mach mal auf, bitte. Zack. Sehr gut. Was brauchen wir hierfür? Für die Dingens-Polish, für die Titanium-Polish. Feuerbälle. Alles klar. Feuerbälle brauchen wir. So, dann könnten wir hier jetzt, zack, Titanium Polish, bitteschön, Steel Polish braucht wieder ein bisschen Sand. Der war hier, ne? Jo. Gib mal die Hälfte, wie viel haben wir noch? 4000. Ja, mach mal, wir haben uns ja die zweite gekauft hier, ne? Die können wir jetzt mal da hinstellen. Stellen wir so daneben, die passt dahin. Jetzt haben wir hier natürlich nichts. Kohle, 72 Kohle. Das sind 2 Stunden, für heute reicht das. So, bitteschön. Dann kannst du hier nämlich die machen. Jetzt können wir den Rest alles wegräumen. 4 Stück weg. So. Bergbau, alles weg hier. Die können wieder da rein. Die sind mir mal egal. Gib mir mal das hier. Fahrzeuge. Wupp. Da tun wir jetzt mal hier die HD-Cell. Die tun wir jetzt mal hier rein, ja, die wir alle verkehrt gebaut haben. Müssten wir eigentlich auch wieder los hier ein paar Batterien und so sammeln.
Der bleibt mal da oben. Das sind Shotgun-Kits. So und so. Die 269 hiervon könnten wir eigentlich hier rein tun. Die hatten wir hier reingepackt. So. Der Rest kommt alles oben hin, glaube ich. Das hier kommt noch weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. So. Gucken wir mal. Einräumen. Wupp, einräumen. Alles weg. Das kannst du einfach mal trinken. Erste Hilfe, bitteschön. Und Kettensäge kann zum Händler. Wiedersehen. So. Aufgeräumt. Guck mal. 50. 100. 115.000. Sehr gut. Wir müssen noch die Tesla-Spulen bauen, ne? Die machen wir da hinten. Aber ich glaube, da warten wir erstmal. Obwohl, wenn wir so 5 bauen, müsste locker reichen schon mal. Oh, was? Steel Polish. Die wir gerade unten am Machen, ne? 100 Eisen. Oh, okay. Gut. Wir müssen erst zählen. Ein paar könnten wir machen, aber. Guck mal, 8 Stück und alles ist weg. Uah. Okay, da weißt du, was wir heute machen müssen. Die Quest, ne? Und, ja, alles zerlegen, was uns vor die Flinte kommt. Ah, die Hatzmatmask, das sind die hier, ne? Die will ich doch gar nicht. Ich will hier irgendwo hin. Wo waren unsere? Quest entfernen, nein. Aktiv an, aus. Hier, Stufe 4, die würde ich gerne anmachen. So, die ist ja nicht so weit entfernt, ne? Dummes Näschen wieder. Aber jetzt fangen wir erstmal an, ja? Fangen wir an mit Datopo. Hey, eine tolle Folge. Guck jedes 7 Days to Die Let's Play von dir. Macht echt Spaß. Kleiner Tipp, bau dir die Gatling Gun. Die ist so OP, damit rasierst du alles. Ich spreche aus Erfahrung. Wenn du mit der zockst, dann weißt du, was ich meine. Weiß ich, Datopo. Weiß ich. Danke für den Tipp. Habe ich schon mal im Privatspiel gebaut und auch schon mal im Livestream, als wir da die Warzone gespielt haben. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Mega geiles Teil. Werden wir vielleicht auch noch bauen, aber heute nicht. So, das da rein, schwupp, schwupp, apropos Livestream, wer möchte, kann natürlich immer gerne vorbeischauen auf Twitch, Link in der Beschreibung, Follow da lassen, kriegst eine Gratis-Benachrichtigung und kostet dich keinen Cent, ja? Würde mich sehr, sehr freuen, dich da mal begrüßen zu dürfen. Natürlich, wie immer, alles auf freiwilliger Basis und niemand wird gezwungen. So, dann müssen wir noch gucken, jetzt müssen wir wieder ein bisschen rücken hier. Der liebe Felix schreibt, die Tesla-Spulen sind richtig cool, ich würde an deiner Stelle alles außenrum mit Tesla-Spulen machen. Dann wird richtig ausgedünnt und gleich 2 hoch. Mit freundlichen Grüßen, Felix. Jo, wie du gerade eben gesehen hast, haben wir das vor. Immer nur an bestimmten Eingängen, ne? Damit sie wie so beim Labyrinth ein bisschen laufen müssen. Mal gucken, was das gibt. Ob wir dadurch ihre Wegfindung total kaputt machen oder ob das klappt. So, aber danke für den Tipp. Dann schreibt der Hanftroll, der Zaun haut ja mal ordentlich rein. Ich bin echt gespannt, wie viele Zombies jetzt überhaupt noch zu dir in die Mitte kommen. Ich auch. Und ich glaube, wir werden mal Tag 63 werden wir hochstellen auf 64 Zombies. Dass da mal ein bisschen Action ist, ne? So, Ingrid Ott schreibt, Ede fliegt zur Arbeit bei den Spritpreisen. Aber dafür gibt es eine elegante Lösung beim Landeproblem. Allerdings, Ingrid, allerdings, die gibt es. Wer die letzte Folge gesehen hat, ne? Er hat gesehen, wie ich da schön im Händler hängen bleibe an der Fahne. Chris W. schreibt, schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Tolle Folge wieder und mega die Tesla-Spule weiter so. Dankeschön, Chris. Danke für deine Zeit. Übrigens, danke an euch alle für eure Zeit. Ne? Ist nicht selbstverständlich. Freut mich, dass ich euch so eine Freude mache. So, Rinaldo schreibt, willkommen bei Ede in Nebelhausen und nebenan Regensburg. Tolle Folge, danke, ja. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Hast du vollkommen recht, Rinaldo. Es ist ja immer nur Regen, Nebel, nichts anderes, ne? Leider. So, Rolf schreibt wieder 2 Sachen. Danke, Rolf, dafür. Ede, Ede, nicht aufgepasst. Du brauchst den HD-Torque-Motor und nicht die Zelle. Nicht genügend setzen. Was? Was für Zellen? Wir haben doch den Motor gebaut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung. Augenzwinker, ne? Und dann schreibt Rolf noch, Ede, hast du nicht letztens den HD-Schrauber gebaut? Aufwerten geht damit doppelt so schnell. Ja, hier, das Ding, ne? Den hier meinst du, oder? Da. Bip, 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 ne? Aber ich check's nicht. Jedes Mal check ich's nicht. Es sieht immer noch aus wie so eine Heißluftklebepistole. So, können wir mal testen hier. Wir haben ja ein bisschen. Pack mal rein. So, was könnten wir denn hier noch aufwerten? Erstmal müssen wir da reparieren, das ist ja klar. Haben wir hier oben noch was zum Aufwerten? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Jetzt habe ich ja alles aufgewertet. Da haben wir keine Pflastersteine. Dumm gelaufen, ne?
Okay. Welcher Beppo hat hier das Geländer kaputt gemacht? Es geht schnell, da gebe ich dir recht. Aber nicht so schnell, als dass wir vorbeirennen könnten. So. Sich selbst, das gibt 11.000 EP über 300% EP. Gut. Lassen wir das mal so. Türe müssten wir eigentlich auch noch ändern, ey. Wir müssten so viel ändern. Hier können wir das ändern. Hallo. Was soll das? Ich will aufwerten. So, reicht. Die tollen Bienen, die kein Mensch braucht. Die sind auch kaputt. Die ja voll für ein Bobbes sind, ne? Leider, leider. Aber was willst du machen? Was willst du machen? So, was haben wir? 9.39 Uhr. Dann könnten wir eigentlich mal wieder hier... Oh, nee, ich habe eine Idee. Wofür haben wir denn unsere Betthöhle? Wir machen das jetzt wieder über die Betthöhle. Wie viel haben wir hier? 2. So, die hatte ich schon klein gemacht, ne? Ja, die hatte ich klein gemacht. Da müssen wir mal gucken, wie viele wir hier haben. Gar nichts haben wir hier. Super. Jetzt sind 117. Oh oh. Oh oh, ich höre was zischen. Nicht, dass hier eine Horde hochkommt oder so. Ha! Als hätte ich es nicht geahnt, ne? Das soll nämlich nicht sein. Guck sie dir an hier. Gut, dann gehen wir doch hier runter. Ist nämlich ein bisschen kacke. Wenn die alle da rumböllern. Ah, Schibbel, du. Nein, 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 nein. Gutes Gehör. Und wer hätte es gedacht? Es regnet. So. Die hätten nämlich jetzt hier alles kaputt geklopft. So, ich gucke, hier hat doch schon wer rumgeklopft, oder? Hier hat doch schon wer rumgeklopft. Da müssen wir gucken. Weil eigentlich ist das nämlich nicht gut abgesichert, aber... Naja. Es reicht. Wir sind ja eh immer nur kurz hier. Zu, bitteschön. So, geh mal runter. Da haben wir wieder 300 Stück. Da können wir jetzt erstmal unten alles ordentlich machen. Dann brauchen wir wieder die Pflastersteine. Dann können wir den... die Quest machen. Hier begib dich zum Sammelpunkt. Das ist ja auch nicht so weit. Dann machen wir heute mal wieder Motorrad-Action. Brauchen wir keinen. Hallo? Da. Das ist so geil, ne? Das ist so geil. Das macht so einen Spaß. Ich feier das. Echt jetzt auch hier unten? Master, we are not alone. Betteln und Hausieren verboten. Was machst du da oben? Wenn ich mal fragen darf. Noch leben, das macht sie. Sie hauen wieder hier rum, ne? Die sind bestimmt noch von der Horde übrig geblieben und hier runtergefallen, wetten wir? Guck, da sind auch noch ein paar. Die eine Hälfte da lang, die andere Hälfte da lang. Oh, ey, du. Das sind ein paar Honsel. Das sind ein paar Honsel, ey. Lass die Sachen noch ganz. Was soll das? Unglaublich. So, jetzt aber. Lassen wir sie in Ruhe. Ja gut. Machen wir das hier mal alles frei. Dass das schon mal frei ist. So. Sehr schön. Türe lassen wir extra auf, damit der Schreierbär hier wieder herkommen kann, ne? Und nicht alles kaputt macht. Das ist sehr beleidigt, dass wir ihn nicht einladen. Zur Party hier.
Ah, sehr schön. Alles weg hier. Und die Breite. Das ist Wahnsinn, wie viele Blöcke das kostet, ne? Das finde ich echt krass. So, und wir sind schon einen breiter, als wir hier eh müssten, ne? Frage ist halt, wie hoch wollen wir das hier machen oder müssen das machen? Ich würde mal sagen, dass wir die hier noch wegmachen und dass die Decke wird, ne? Weil die Autos, die LKWs und so weiter, die passen eh hier durch, das weiß ich. Hier haben wir zwei daneben, hier müsste noch ein ganzer daneben. So. Zwar ein bisschen ätzend, aber... Ja, so ist es halt, ne? Gehört dazu. Und setz dich mal hin. Ja. Zack. Sehr schön. 11.45 Uhr, von der Zeit her geht das auch noch. So. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Wand hier. Dass wir das mal zu haben. Wir wollen zwei haben und dann soll hier die Wand drauf, ne? Genauso machen wir das jetzt. Oh, Gott sei Dank, der Regen hört auf. Und guck mal, wer da kommt. Hallo. Da kam jemand. So, nicht kommt, sondern kam, ne? So heißt's. Genau, so, das Zeug hier weg, alles. Das ist natürlich eine mordsmäßige Arbeit jetzt, aber Steine können wir immer gebrauchen und dann kannst du mal wieder ein bisschen zugucken. Aufwerten werde ich es dann wieder alleine. So zwischen den Folgen. Wenn ich Zeit habe. So. Sehr schön. Sehr schön. Übrigens... Wenn du noch irgendwie Ideen, Kritik, Anregungen und so weiter hast, kannst du sie gerne alle in die Kommentare schreiben. Kein Problem. Lies mir die dann durch und dann können wir die hier zusammen diskutieren, ja? Was ist die Sachen ganz hier? So. Der. Ja, dann mache ich da mal so eine Lücke. So. Dann siehst du wenigstens direkt, wo noch was fehlt. Nämlich hier. Einer. Das ist auch so eine Krankheit von Minecraft. Dann alle Lücken dahinter auch mit Blöcken zumachen. Nicht, dass da irgendwie ein Zombie spawnt, ne? Aber falsches Spiel. So. Minecraft interessiert uns hier nicht. Gesagt, holen wir uns das. Es ist ein Dia-Schwert. Aber das wäre eigentlich mal lustig. Gibt's so Mods? Minecraft-Mod für 7 Days? Habe ich ja schon viele sagen hören jetzt, ne? 7 Days, Minecraft für Erwachsene. Ja. In gewisser Weise stimmt's, muss ich sagen. In anderer Weise wieder nicht. Weil Minecraft ist auch ein tolles Spiel. So, da noch einen drauf hier. So, Minecraft geht auch immer zu spielen. Wenn man sich natürlich nicht an der Grafik stört, ne? Mir persönlich macht sie nichts aus. Andere sagen, ne, geht gar nicht. Aber da sind wir dann wieder im persönlichen Bereich.
So. Zack, zack. Sehr schön. Haben wir die Wand fertig. Noch eins höher und die, Dinges muss hin. Aber wir müssen, dürfen das ja nur bis hierhin ungefähr hoch machen, ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das wird gar nicht so einfach, ne? So, wie ist die Zeit? Hier die Lücke müssen wir noch zumachen. Sehe ich gerade, ich Experte. So, da wollten wir erst aufwerten, weil da was fehlt. Hier kannst du nichts hinsetzen. Da oben könntest du hinsetzen. Mach das mal weg. Wir müssten jetzt eigentlich so hier bis da oben hin, ne? Nee, ganz lassen. So. Das müsste jetzt hier so. So, dann könnte das hier weg. Gucken wir mal. Das hier, dann können wir das hier so festmachen. Na, gib mal her. Ah, ich liebe das. Hier. Parcours auf 4 geskillt. Ist sehr gut. So, und da muss da natürlich auch die Wand hin, ne? Das wäre dann auch wieder 2 daneben. 1, 2. Ne, die Wand wäre da hinten. Okay, hier haben wir das 2 daneben, ne? 1, 2 und der dritte ist die Wand. Das genau da drauf. Das ist hier vor. Hier ist das, ne? 1, 2. Und hier wäre dann die Wand. So, und das hier wäre die Wand. So. So. Dann müsste das hier mal weg. Genug Platz haben. Das ist schon krass, ne? Warum fliegt der da, wenn ich fragen darf? Das hier müsste weg. Weil hier müssen wir ja so einen Raum haben, wo wir hochfahren, ne? Wenn ich mich jetzt hier draufstelle mit dem Auto. Guck, genau an der Wand entlang. Zack. Ich meine, hier hast du dann Wand, ja, weil da wollen wir nicht weitergehen. Wir wollen ja in die Richtung. Aber trotzdem soll das schon sauber sein. Die Wände hier alle zu. Da müssen wir dann arbeiten. So. Sieht gut aus, würde ich sagen. Sieht gut aus. Fehlt noch die Wand und die Decke. Machen wir dann. Jetzt will ich erstmal ein bisschen Action haben. So. Da sollen wir da hinten hin. Da bin ich mal gespannt, was da so ist. Wie viel Steine haben wir jetzt schon wieder gesammelt? 35.000. Entschuldigung, es war der Negerkuss-Schnaps, ne? So. Gucken wir mal, was wir da für eine Aufgabe haben. Welches Gebäude ist es? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Weil Stufe 5 haben wir ja noch gar nicht, ne? Tier 5. Müssten wir aber bald auch kriegen. So viel dürfte es eigentlich nicht mehr sein. Ach du Kacke, Waterworks. Ach du Kacke. Okay. Das wird lustig, gib mal her. Fangen wir an, was da drin? My senses have picked up something. Scharfschützengewehr. Sehr clever, ne? Was ist denn da los? Hallo? Pech gehabt. So, haben wir noch. Das ist gut. Dann hier brauchen wir ja ganz viel von, wie wir jetzt wissen. Wir könnten aber mal gerade gucken. Guck mal. Unser erster Hordentower da, der provisorische. Ach, das waren noch Zeiten, wa? Gehen wir gerade mal den Loot holen. Ey, wer hat denn hier alles aufgehauen? Juhu! So.
voll der krasse Loot, ne? Voll der krasse Loot, muss ich sagen. Aber eine Schatzkarte wieder, das ist gut. So, jetzt das Ding hier sauber machen. Das wird lustig werden. 14.40 Uhr. Erstmal Autos wieder zerlegen. Wie immer. Uiuiui. Ui, ui. So, da oben wäre drin. Wo sollen wir eigentlich anfangen? Da. Hier. Dort. Ich weiß nicht. Wir machen uns mal einen Weg hier rein. Wo denn? Ach, da oben sind sie alle dran. Okay, dann lassen wir sie mal kommen. Nice. Headlights Upgrade. Und ein Zombie geflogen. Noch einer. Okay. Waren nicht die hellsten Kerzen am Leuchter, ne? Warum liegt hier Loot rum? Du hast doch resettet. Okay, also hier oben ist nichts mehr. Nein, das ist Droni. ED3PO, ne? Wir wissen Bescheid. Hat. Also der lohnt sich echt, ne? Dieser Akkuschrauber, der lohnt sich sowas von. Gucken, ob hier wer drin ist. Da hinten läuft der. Ah, hätten den Sniper mitnehmen sollen. Von hier aus hätten wir so gut snipern können. So, versiegelt. Was ist da drin? Müll. Einfach nur Müll. Eieiei. Drei, jetzt hier. So, also oben am Dach ist nichts mehr. Mine, Mine. Mal gucken. 4 Schaden. Macht uns gar nichts mehr. Das ist schon krass. Sind wir hier? Da wollen wir da runter, ne? Da ist die Tür und alles. Gehen wir mal hier runter. Und gucken. Wir müssen ja so oder so alles leer räumen hier. Ja, ja. We are not alone. Weg damit. Weg damit. Ach, wir müssen ja auch noch die Sachen holen, ne? Den Koffer. Wo ist der denn? Alter, ist der klein. Irgendwo da hinten. Aber der ist so klein da oben im Kompass. Ich kann nicht erkennen, ob der Pfeil nach oben oder unten zeigt. Da müssen wir näher ran. Das ist echt richtig scheiße zu erkennen. Alter, ein Nagel. Ein Nagel. Krass. Fahrradlenker, die keiner braucht. Eieiei. Da hinten ist irgendwo. Wir müssten auf der richtigen Ebene sein. Aber ich will hier hinten lang. So, hier waren noch irgendwo Hunde. Dankeschön. Ist so hoch. Mhm. Hier drin? Da ist sie. Ich hab sie doch gesehen. Incoming enemies, prepare for conflict. Wo? Da, Türe. Mann, Mann, Mann. Wenn das alles 10.000 hat hier, wäre das eigentlich auch ein cooler, eine coole Base, ne? Diesen Darm rumhauen. Hier dürfte nichts drin sein. Gucken wir mal. Ach, guck mal, was da steht. Yes. Nice. Sehr gut. Pupp. So, dann gehen wir doch wieder runter. Rein hier. Tür auf. Hallo? Hallo?
Ich will doch dahin. So. Guck mal, was hier los ist. Da sind die alle. Die Sportschwimmer. So, mal gucken. Ich wusste es ja schon immer, wir sind zu dick. Ups. Oh Mann. Muss ich echt noch einen Block hinmachen oder was? My senses have picked up something. Okay. Hallo, ich will da hoch. So, wo geht's denn hier hin? Dankeschön. Noch eine Etage tiefer. Ah ja. Ah, dann kommst du hier raus. Alter Falter, wo geht's denn hier überall lang? Ah, wie sie dich wieder durch die Gegend schieben. Der lebt echt noch. Der lebt echt noch. Da oben ist wer. Ach, ich liebe es einfach nur. Ich liebe es einfach nur. Dies hinüber. Kannst behalten. Könnt mal gucken. Können wir auch alles auseinandernehmen. Gibt sogar hier elektrische Teile ohne Ende. Nice. Gut zu wissen. Na eben 240 elektrische Teile. Dann lass mal direkt hier gucken. Was sagt der? Alter. Mal gucken, was wir rauskriegen. Aber guck mal, das lohnt sich kaum, ne? Guck mal, wie lange das dauert und was du da rauskriegst. Fast nur Eisen. Guck mal, wenn Ende ist, was wir aus einem rauskriegen. Bisher 8 und 8. Ja. Nicht wirklich. 15, 15, 15. Dafür, dass du so lange daran rumeierst. Weißt du, und hier dann direkt wieder so ein Haufen. Komisch. So. 42 elektrische Teile daraus, weißt du? Also ein bisschen komisch, ne? Echt? Warum? Ich nicht. Ah, hier drunter, okay. Ah, das ist jetzt hier hinten beim guten Loot. Der ist da oben, ne? Glaube ich. Nein. Ach, die wollen alle hier durch die Türe, ne? Jo. Oh, fällst du da? Oh, weg mit euch. Jo, hier ist der gute Loot. Guck da hinten. Hat es jemand eilig? Okay. Zurück zum Händler. Fertig. Nice. Und das nenne ich mal Service hier. Die Munition ist nice. Die können wir zerlegen. So. Alter. Crucible-Rezept. Chainsaw-Rezept. Ich glaube, das zerlegen wir. Kennen wir zwar noch nicht, aber das brauchen wir auch nicht. Mit der Axt machen wir mehr als genug Holz. Was ist hier drin? Noch einer, okay. So, gucken wir mal. Zerlegen, ja, wie gesagt, ne? Ich zerleg's, weil brauchen wir nicht. Batterie haben wir aber gar keine. Ach, weil diesmal die Klappe automatisch aufgeht, ne? Ich wollte gerade sagen, hm. So, 18 Uhr, wie kannst du nur? Passt ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Einzigste, was mir nicht gefallen hat heute, war die Wanderhorde da oben auf dem Berg. Das hätte auch übel ins Auge gehen können, wenn die da rumgeböllert hätten. Aber wie gesagt, so gut ist das nicht abgesichert, um nicht zu sagen, gar nicht abgesichert. In den Beton hätten die halt ratzdifatz die durchgehauen, ne? So. Da bin ich mal gespannt. Das Außengehege steht. Lol, du kannst einfach so da drüber hüpfen wie so ein Frosch. Geil. So, was kriegen wir denn hier, wenn ich fragen darf? Ja, HD-Ammo nehmen wir gerne. Tagebuch des Jägers, kennen wir das schon. 10% mehr Schaden an Kojoten brauchen wir nicht. Dann gib mir die Spitzhacke. 1100, 800. Jo, dankeschön. Kannst du direkt verkaufen hier. Verkaufen. Schon wieder Level up. Das hier. Käse! Echt? Was denn? Ach, das ist wieder so ein... Das ist wieder so ein Krabbler. Er kommt ja gar nicht hier rein. Wo? Hä? Wo ist der? Hä? Ist der jetzt echt da unten drin gespawnt? Okay. Na dann. Na dann, der hat sich da selber aufgerieben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag danke für deine Zeit.